herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist Beata Ballet. Beata, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ich begrüße dich auch recht herzlich und danke für die Einladung. Beata, du bist ja heute Produktmanager Fahrzeug und Fahrzeugbedarf, Auto und Motorräder. Das klingt ein bisschen sehr deutsch. Es gibt auch eine andere Bezeichnung, einfach Product Manager Automotive bei Digitec Galaxus. Und du bist auch Enthusiastin für AI, das heißt auch für künstliche Intelligenz. Das ist etwas, was dich, glaube ich, offenbar auch auszeichnet. Und du hast einen recht interessanten Hintergrund, einerseits eben mit einem sehr starken Vertriebshintergrund und die Begeisterung, wie schon gesagt, eben auch für das Thema künstliche Intelligenz. Und du bist heute in einem sehr spannenden Unternehmen auch tätig, da werden wir auch drüber sprechen. Auch das Thema, wie kann man Autos im Internet eigentlich kaufen, und das bietet dir ja an. Da möchte ich auch noch gerne mit dir drauf eingehen. Ich möchte gerne die erste Frage stellen, und zwar: Stell dir vor, du könntest heute eine Geschichte schreiben über deinen Lebenslauf, und jetzt braucht diese Geschichte einen Titel. Wie lautet dieser Titel? Ja, das ist lustig, das könnte man von meinem Why-Satz ableiten. Und das würde dann klingen: Big and Bold Ideen willkommen, oder Big and Bold Ideas are welcome. Definitiv. Auf Deutsch klingt das ein bisschen komisch, so groß und mutig. das würde ich nicht hinschreiben, aber mit Big and Bold bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Sehr schön, wunderbar. Gehen wir vielleicht mal zurück, vielleicht mal auch mal an deinen Akzent vielleicht mal. Woher kommst du ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus Ungarn. So, ich bin da aufgewachsen, in Budapest selber. Und ich bin erst seit 2010 in der Schweiz. So, daher hört man diese exotische, komische Akzente, was nicht einmal der ZHW konnte von mir austreiben. Aber ja. Es ist ein sehr schöner Mischhintergrund. Okay, sehr schön. Und was hast du mal ursprünglich mal gelernt oder auch studiert? Ich habe BWL studiert, so Economics an der Corvinus-Universität in Budapest, mit Investment and Network Development als Hauptfach. Und nebenbei hat mich der Marketing und der Brandaufbau als Nebenfach extrem beeindruckt. So, ich denke immer noch, dass Marketing und Werbung ist die Magie, die hinter die Kaufentscheidungen stehen. Und ja, interessanterweise habe ich mein Diplomarbeit auch Richtung Auto geschrieben. Das war Mergers and Acquisitions in der Automotive-Industrie. So, ich habe neben der Uni auch schon mal gearbeitet und da war schon mal diese Autoausprägung sehr, sehr stark. Mhm, sehr schön. Und wie ist dann weitergegangen nach deinem Studium? Nach meinem Studium, ja, so während des Studiums habe ich schon mal gearbeitet in einer Sales-Position. Das hat später noch stärker geworden, weil ein internationales Verlagshaus hat diese kleine Firma aufgekauft. So, mein Sales war noch prominenter. Und allerdings, ich fühlte mich immer ein bisschen exotisch in dieser Branche. So, Frau in der Automobilbranche ist schon etwas spezieller, und vor allem Frau in der Automobilbranche, die nicht Marketing macht. Das ist wirklich damals einzigartig gewesen, und ich hatte super Spaß an der Arbeit. Und dann bin ich in der Schweiz gekommen, dann Key Account Management gemacht für ein Startup, der auch mal die Vertrieb für die ebay.ch-Seite bekommen hat. Und dann Ricardo war meine nächste Station. Das war ein ganz interessantes Projekt, weil ich da ein Pilotprojekt leiten durfte, was in der Strategie einen sehr wichtigen Akzent hatte, weil wir wollten damals von der C2C Richtung B2C wechseln. Und das haben sie später mal, so nachdem ich weg war, auf die komplette Ricardo ausgerollt. So diese Ideen, was wir da als grundlegende Arbeit dahinterlegt haben. Und jetzt bin ich als Category Manager für Fahrzeugbereich bei Galaxus zuständig. Okay, und was machst du da genau? Meine Arbeit ist
ist ein bisschen strategisch. So, ich bin dafür da, dass die Sortimententwicklung und die Sortimentstrategie für diese Bereiche ausgereift ist und wir ständig besser werden. Aber das bedeutet auch, dass ich wähle das aus, mit welcher Lieferanten, Händler wir zusammenarbeiten. Wir tun die Konditionen aushandeln und auch mal bis zu technischer Anbindung, Onboarding, KPI-Optimierung alles mache. Und ich habe mich einfach volontär der größte übergreifende Marktplatzhändler auch mal betreut und betreue immer noch. Und das macht mir extrem viel Spaß, dass ich wirklich nicht nur für mein Segment, sondern für die komplette Digitec-Galaxus was sehr, sehr Positives beitragen kann durch diese große Account. Weißt du noch, warum er sich damals für dich entschieden hat? Ja, vielleicht könnte das auch mal ein Punkt sein, wegen mein Hintergrund, dass ich auch als Mutter von zwei kleinen Töchtern doch in der Arbeitswelt sehr erfolgreich unterwegs bin, auch in der Schweiz oder sogar in der Schweiz konnte ich Fuß fassen und dass ich einfach die anderen auch ermutigen möchte, diesen Weg auch mal zu überlegen, dass man eine sehr wertvolle Arbeit machen kann, auch wenn man immer eine halbe Auge auf die Kinder und auf die Familie haben muss. Und dass diese zwei Sachen sind vereinbarbar. zwar nicht leicht, aber das ist wirklich so eine tiefe Befriedigung, ein wirklich ein befriedigender Moment, eine gute Arbeit nachgehen zu können, was einem richtig erfüllt. Ich denke, das war's, aber ich bin nicht mehr so sicher, ehrlich Okay. gesagt. Sehr gut. Ist ja schon nicht so ganz trivial. Ich meine, wirklich auch als Mutter von zwei Kindern und Ehefrau natürlich auch und dann auch noch eben aus Ungarn. Das ist schon noch eine erstaunliche Leistung. Ich finde das super, dass du da dich da so integrieren konntest und vor allem jetzt auch einen echten Mehrwert auch lieferst, oder? Dankeschön. Ja, dran bin ich halt wirklich jeden Tag. So, wie kann ich das besser machen? Und das ist auch eine meiner Core Strengths, dass ich ständig den Status quo dahinter frage und versuche, mal immer Richtung Verbesserung zu schauen und das auch voranzutreiben. Und das auch in der Arbeitswelt und auch im privaten Umfeld auch. Was würdest du auch sagen, was zeichnet dich jetzt als Produktmanager besonders aus? Ja, das ist eigentlich meine Auffassung, was mein Job ist. So, ich meine, ich denke, ich funktioniere wie ein Consultant und ich bin das Gesicht für eine Budgetgruppe. Und mein Job ist, zusammen mit der Lieferanten zu wachsen und für den die beste Lösung zu liefern, wie sie mit dieser Großfirma am besten in Verbindung sind und zusammenarbeiten können. So, ich denke, mein sehr guter Draht zu den Händlern und Lieferanten, den ich betreue, das zeichnet mich besonders aus. Und bei euch, das habe ich ganz am Anfang schon angesprochen, man kann ja tatsächlich jetzt auch sich einfach ein Auto bestellen über euch, online. Ja, du klingst so ungläubig. Ja, ich habe es noch nie gemacht, aber kannst du da vielleicht etwas dazu sagen? Wie kommt das an? Wie funktioniert das? Ich würde mich da schon interessieren, wie läuft das? Ja, das war mein Babyprojekt. So, davon könnten wir noch ein paar Podcast-Folgen füllen, warum und wie wir das geschafft haben. Aber ich habe immer mich gefragt, ja, warum muss es immer noch physisch geschehen und nicht online? So, wir kaufen auch mal die Laptops online ein, dann warum nicht das Auto? Das Auto ist auch eine einheitliche Ware, einfach oder Jeetin. Solange ein Laptop hat ein Jeetin, Auto hat zwar keins, aber trotzdem, es macht nicht so viel Unterschied, wo man das kauft. So, dadurch wird das Produkt nicht besser oder genießbarer, dass man das physisch abholt. Und deswegen für mich, E-Commerce bedeutet Convenience. So, da könnte ich einfach eine Ist-Gleich-Zeichnung da ziehen. Für mich Convenience auch in Bezug auf Autos. Das bedeutet, es muss alles inklusive sein, komplett online. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch. So,
Zahlung, die Einlösung bei der Straßenverkehrsamt, sogar mit Vignette, Hauslieferung zu den Endkunden. Es ist alles inbegriffen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die E-Commerce-Idee auch mal für diesen noch Dinosauriermarkt überbringen können und da mal den Status quo ein bisschen aufrütteln. Aber ist nicht die Gefahr auch da? Ich denke jetzt gerade, wenn ich jetzt ein neues Auto haben möchte, dass ich vielleicht zuerst, oder dass man dann in den, so einen, zum Handel geht und wirklich das mal da anschaut und sich zeigen lässt und dann das online bei euch bestellt. Habt ihr da nicht auch ein bisschen Widerstand vom lokalen Händler? Nein, ehrlich gesagt, so die Leute, die so hardcore online sind, dass sie das Auto zwischen 30 und keine Ahnung, fast 100.000 einfach nur online kaufen, die gehen nicht mehr zu Händler. So eigentlich, das ist genau dieser Wandel in der Kaufentscheidung und das komplette Prozess, was die Händler einfach noch nicht wahrhaben möchte. Und die müssen einfach sich neu erfinden. Klar, die Banken haben auch gesagt, oh, diese neue die neue Technologien und diese ganze Fintech-Startups, die sind so suspekt. Ha, genau, wir sind auch jetzt was Neues auf dem Markt. So, wir waren die Erste in der Schweiz, die online Auto verkauft haben. Klar ist es immer interessant und wenn man das nicht kennt. Aber ehrlich gesagt, ich würde wirklich nicht reingehen und einfach nur ein nettes Gespräch zu halten und über Rabatte und dieses und jenes zu diskutieren, weil das ist für mich einfach ineffizient. So alles, was du bei uns siehst, der Kaufpreis, was du siehst, das ist der Fixpreis. So, da gibt es nicht mehr, was man diskutieren muss. So, wir sind nicht in einem Bazar. Und ich denke, sehr viele Leute denken auch schon mal so, dass die Internet hat so viele Möglichkeiten, womit man Zeit sparen kann. Und dann muss ich mir das nicht antun, dass ich doch physisch in einem Shop reingehe. Oder kaufst du deinen Laptop immer noch in einem Shop oder was? Jo, ich bin provokativ. Ja klar, man kann das nicht so richtig vergleichen. Weil der eine kostet, keine Ahnung, 1 bis 3.000 Franken, der andere 30 plus. Aber wenn du das so betrachtest, dass unser erstes Auto, was eigentlich wegen unserer Marketingaktivität, unserer TV-Werbung online geschaltet haben, das war ein VW Touareg, Listepreis 115.000 etwa. Und das war innerhalb von einem Tag weg. da wollte ich einfach alle, die so fragende Blicke auf uns geworfen haben, einfach zeigen, hallo, ja, es geht. Und die Leute, die sind super offen dafür. Okay. Ja, ich glaube auch, ich meine, ich bestelle ja das meiste mittlerweile tatsächlich auch online. Trotzdem gehe ich auch noch ganz gern zum lokalen Händler, weil es gibt gewisse Sachen, wo ich dann doch noch gerne nochmal anschaue. Also das eine schließt das andere nicht aus, finde ich. Ja. Genau, es ist einfach eine Einstellung und wir möchten die Leute, die schon mal online denken und online alles convenient machen, auch bedienen. Es sagt nicht über die anderen Kanäle irgendwas aus. Es ist einfach unser Weg und das passt zu unserer Mission. Mhm, super. Jetzt sag mal, wie unterstützt dich jetzt auch dein Unternehmen, damit du dich optimal im Unternehmen auch entfalten kannst? Mit sehr viel Freiraum zu gestalten. Ich denke, das ist der Allerwichtigste, was sie für mich machen. Die lassen uns die Vision für die Kategorie ausdenken und realisieren. Die setzen unser Team so zusammen, dass die Offenheit und die Hilfsbereitschaft der Kollegen auch zu Trage kommt. Man fühlt sich da richtig angekommen. Es ist wirklich ein ganz, ganz positives Gefühl. Und die helfen uns, so mein Chef zum Beispiel, der ist wirklich ein ganz, ganz tolle Beispiel dafür. Der ist für mich wie ein Coach. So, der hilft mir, wenn ich Hilfe benötige, aber der macht keinesfalls Mikromanagement. So, wir dürfen komplette Verantwortung übernehmen, Strategie entwickeln, ausführen und die lassen uns einfach uns sein.
Und ich denke, das ist eine große Gabe, was man bei einem Großkonzern noch erfahren darf. Und außerdem, ja, selbstverständlich, so die Basics bieten sie auch. So Digitech Galaxus bietet uns auch mal fachliche Weiterbildungen oder ich organisiere selber Brown Bag Launches für die komplette Category Management, was auch ein großer Erfolg geworden ist. So alles, was wir entweder persönlich oder fachlich mitnehmen können und dazu beitragen können, das ist alles bei uns herzlich willkommen. Und das finde ich sehr einladend. Und da tut man auch gerne mehr, als was in der Jobbeschreibung drin ist. Wow, klingt super. Sensationell. Ist es auch, das ist ja. Der Krasse dran. Schön, wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich als Person. Und zwar würdest du heute sagen, dass du mehrheitlich das machen kannst, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ich denke schon. So, ich bin sehr, sehr, sehr gerne mit Leuten zusammen, neue Ideen ausführen, experimentieren. Und ich habe immer meinen Job so ausgesucht, dass diese mir passen und auch mal ich diese mit Leichtigkeit machen kann. So in Leichtigkeit, da sage ich nicht, dass es ein einfacher Job ist. Ich sage einfach, dass es für mich leicht kommt und dass ich extrem Spaß dran haben kann. So, ich als Buchhalter, das wäre ein No-Match. Aber jetzt in dieser Funktion, ich habe mich wirklich sehr gut gefunden. Was ich noch weitermachen könnte, ist eventuell noch größere Projekte führen. Da könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es interessant sein kann, sodass ich mehr Impact haben darf. Und aber grundsätzlich, ja, die Firma und die Industrie, E-Commerce, das liebe ich, das ist wirklich meine Welt. Sehr schön. Wir hatten im Vorgespräch schon auch über Simon Sinek's Start with Why gesprochen. Was ist dein Why? Was ist deine Bestimmung, deine Berufung? Was würdest du da sagen? Ja, ich denke, ich funktioniere. So, willst du die englische Version davon hören oder eher die deutsche Interpretation davon? Kannst ja beides sagen. Okay, wie du willst. Naja, also meine englische Version ist I bridge the space between people so that we can pursue big and bold ideas together to make the impossible work. Und diese big and bold, das hat auch in unserem Interview schon mehrmals ausgesprochen worden und das ist für mich wirklich wie eine große Leitfaden. So, ich denke, ich funktioniere am besten wie ein Connector zwischen Menschen und Ideen. Und ich glaube fest dran, dass wir gemeinsam diese big and bold Projekte, also die du nicht in einem Tag oder in einsehbare Tage lösen kannst, sondern wirklich die können sogar verrückt klingen, dass wir diese Projekte zusammen angehen und dadurch wird sozusagen unmöglich doch möglich. Und das ist die Frage für mich auch, weil ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, wie wir das erreichen können. Und ich habe meine Prinzipien ausgesucht. So, es ist wirklich wie eine Karte. So, wie möchte ich funktionieren? Und das habe ich bei mir und das leitet eigentlich jeden meinen Tag. Sehr schön. Gibt es etwas, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, zurückgehen zur 20-jährigen Beata, gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, das hätte ich ihr noch ganz gern mitgegeben? Definitiv. Die erste und die wichtigste ist, mach dir keine Sorgen. Diese Puzzleteile, was du noch nicht siehst, dass die irgendwann mal zusammenkommen, die kommen schon zusammen. Die werden irgendwann mal Sinn machen. So einfach tue, was du tust. Nach dieser ganz bekannten Spruch. So wirklich vertieft und konzentriert auf die Sache, woran du gerade arbeitest. Und lass dir auch mal Zeit für die Selbstreflexion. Als ich 20-jährig war, ich hatte einfach ein bisschen Workaholic-Style. Und ja, die Selbstreflexion, das kam wahrscheinlich mit der Reife. Sehr schön. Gibt es auch irgendwelche Programme oder auch Internetressourcen, wo du sagst, die nutze ich auch aktiv und die könnte ich auch hier gerne weiterempfehlen?
Wir nutzen halt bei Digitec Galaxus die Jira Confluence. Das sind einfach so könnte man vorstellen wie ein interner Wiki, zum Beispiel die Confluence. Da können wir alle Prozesse, alles niederschreiben und das ist auch für alle einsichtlich. Ich finde Transparenz extrem wichtig. Teams nutzen wir für Kommunikation. Und jetzt in Corona-Zeit ist es besonders interessant geworden, so dass wir fast 90% unserer Meetings über Teams abhalten können. Und selbstverständlich für Recherche Google und LinkedIn halt, wenn ich jemanden erreichen möchte oder interessant finde. Sehr schön. Gibt es auch Bücher, die dich begeistert haben und die du auch hier gerne weiterempfehlen kannst? Ja, definitiv. Ich liebe Lesen. So, es ist für mich ganz wichtig, dass es immer ein Buch bei mir ist. Wenn ich pendle, zum Beispiel von Rapperswil nach Zürich, dann habe ich immer etwa netto 40 Minuten zu lesen auf einem Weg. Und das macht mich auch schon glücklich, mit anderen Ideen in Kontakt zu kommen. Was mich besonders geprägt hat, ist Simon Sineks Arbeit. Simon Sinek ist wirklich für mich ein großer Game Changer. So von ihm der Infinite Game würde ich absolut empfehlen. Oder die Bücher über Elon Musk, Steve Jobs, die sind für mich wirklich so die Basics, die man gelesen haben muss. An was bist du momentan dran? Ich bin jetzt gerade dran am Jim Quick Limitless. Und das ist auch mal diese Idee von Selbstoptimierung, sodass man auch mal für den Körper und für den Geist der richtige Auslastung und die richtige Nährstoffe bietet, sodass es wirklich top funktionieren kann. Und ich merke schon mal jetzt, dass die Tipps in diesem Buch, die funktionieren ganz gut. Und ich lege jetzt sehr großen Wert auf Fokus. Und da möchte ich auch mal demnächst, Entschuldigung, ein Brown Bag Lunch über Fokus in meiner Firma dann mal machen, sodass ich alles, was ich hier in diesem Buch und drumherum mal zusammengesammelt habe, dass ich das weitergeben kann. Wenn jetzt jemand hört und sagt, boah, in diesem Umfeld, da würde ich auch ganz gerne mal arbeiten oder wird vielleicht auch vorher mal mit der Beata mal Kontakt aufnehmen, wie macht man das bei dir oder bei euch am einfachsten? Bei mir am einfachsten ist definitiv über LinkedIn eine Anfrage zu stellen. Super. Ja, so ich freue mich immer über interessante Leute und vor allem mit dieser Big and Bold Ideen. Die können mich gerne anpingen und auch mal können wir ein Teams-Meeting oder irgendwelche andere Videochat mal vereinbaren. Ich freue mich immer über neue Sachen. Das ist super. Und überhaupt auch in diesem Arbeitsumfeld zu arbeiten, wäre vielleicht auch noch spannend, wenn jemand sich dann auch vielleicht sogar bewerben will. Wie macht man das am besten bei euch? Selbstverständlich online. Und das direkt auf eurer Seite auf. Ne? Ja, genau, so auf unserer Seite kann man das machen. Super, wunderbar. Das werde ich alles entsprechend verlinken natürlich. Beata, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und Spaß. Alles Gute. Danke vielmal. Dir auch. Tschüss, tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.